Und da sind wir auch wieder bei Heretic. Episode 1 immer noch, Map 5. Los geht's! Würde ich mal sagen. So. Was kommt uns. Ach du Kacke. Wow. Hallo. Och nö, da hinten ist schon wieder so einer, den ich nicht mag. Wobei, wenn ich danach gehen würde, ich mag hier gar keinen. Oh, was habe ich jetzt gerade gemacht? Achso. Meine Feststelltaste gedrückt. Das Geile ist, das ist jetzt ein schöner Rückzugspunkt. Ich muss nur den oben erstmal erledigen. Habt ihr gerade gesehen, wenn man einfach gedrückt hält, dann schießt er einfach mal dahin und dahin, also komplett daneben. Deswegen, wie gesagt, bei weiten Entfernungen immer Einzelschuss. Kommen jetzt hier welche oder war es das schon? Na klar, triff jetzt mal die Brücke. Oh, da hinten ist einer. Triff ich den da so? Ja, ich treffe ihn. Kannst du bitte einfach mal sterben? Geht doch. Haha, Noob. Okay, hochkommt man schon mal nicht. Vor allem, man kann einfach übers Wasser laufen, aber nein, ich muss natürlich unbedingt die Treppe nehmen. Die Brücke. Man will ja original bleiben. Wo kommst du jetzt her? Komm, das war hier die hier. Ey, was war das denn gerade? Wieso ist der zu mir geflogen? Mag der mich so sehr oder was? Ey, wow. Nee. Hiervon haben wir 87 und hier haben wir auch 187. Also genau eine 1 mehr. Okay. Was denn so? Oh Gott, oh Gott. Können die keinen Weitschuss oder machen die es noch nicht? Ich finde das so verwirrend. Mal können die es, mal können die es nicht. Schwänze. Oh. Was denn? Oh, scheiße. Habe ich doch gerade gar nicht gesehen. Magier? Oh, doch klar. Kommt, sieht man einmal einen neuen Gegner, kommt er der nächsten Map natürlich als Standardgegner vor. Wo ist denn der Magier? Da hinter oben! Na klar. Da, wo man schon gar nicht rankommt, einfach gar nicht. Aber ich glaube, ich weiß sogar wieder, wie die Map hier ungefähr gebaut ist. Und zwar gibt es hier einmal einen Weg, der geht hier einmal komplett oben rum. Und dann gibt es irgendwo noch einen anderen Raum, einen anderen Teil der Map, wo dieser große Weg da oben lang geht, der hinführt oder so, keine Ahnung. Junge, gesoffen? Junge, hast du eine Erlaubnis dafür? Irgendwas erwies sich hier gerade. Schon wieder. Nein, 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 nein. Du kleiner Gottverdammter. Au! Boah, Alter. Nee, es geht nicht mit Ausweichen zwischen zwei Kugeln. Dafür ist der Platz dazwischen zu klein. Ich muss also von allen drei Kugeln ausweichen. Ich schon erstmal alle Gegner hier raus, ne? Damit wir hier überhaupt mal wissen, wogegen wir überhaupt kämpfen. So. Jetzt haben wir hier mal Inventar. Ach du Scheiße, nein, nicht diese gelb schießende Schießer. Okay, weg.
So, wo können wir jetzt überhaupt rein? Wo ist jetzt der Anfang der Map? Nein. Hier brauchen wir was Gelbes. Ah, hier ist eine Treppe. Ah, aber gefunden. Ja, Fackeln können wir gut gebrauchen. Vielleicht, keine Ahnung. Alter, stück doch mal bitte. Mal halten die fast nichts aus, mal halten die 50 Schüsse aus. Mal sehe ich gar nichts und mal sehe ich noch weniger. Dort geht was hoch und runter. Wo ist hier das lang? Also hier geht's. Nein, ich brauche auch einen gelben Key. Wow, mein Fenster. Schade, geht nicht. Oh mein Gott, was tue ich hier? Ah, da oben ist der gelbe Key. Dann muss ich da wahrscheinlich irgendwo hin. Ach, hier kann ich rüberspringen. Ah. Ah. Schon macht das Ganze Sinn. So, der gelbe war hier. Genau. Okay, das klang jetzt gerade wie Treppen, die hochgehen. Wahrscheinlich genau da am Startpunkt. Das würde zumindest dem Geräuschen und meinem Gedächtnis nach am ehesten hinkommen. Nein, 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 nein. Kleiner schwanzgestalter Schwanz. Grüner Key. Und das Buch der Bücher. Und die können wieder schießen. Alter, so los. Kommt ihr her? So, waren wir hier schon drin auf der Seite? Ja, gerade eben. Das war der Raum, wo ich gerade hochgelaufen bin. Wow. So, ich brauche noch einen grünen Key. Einen grünen Raum. Auch da hinten. Ach, ah, ja, die Treppen und jetzt die Dinger hier, die sind cool. Alter, zweimal voll daneben geschossen. Ich sehe einfach nichts. Komm her. Drinne dunkel, ey. Ich sehe nichts. Hören wir jetzt so? Ah! Oh! Oh! Ja, das war der Weg zu dem anderen Raum. Ja, sorry, aber hier unten gilt, die beste Verteidigung ist der Angriff. Ist das gerade geil, ey. Oh, scheiße. Oh, Alter, die warten ja drin einfach. Alter. Wow. Zum Glück halten die Magier nicht allzu viel aus.
Ja, da drin ist der scheiße Typ Arsch. Okay, geh ich mal zurück. Was soll das jetzt hier bringen? Ach, da ist ein Schalter. Was genau der jetzt gemacht hat, ich habe keine Ahnung. Aber ich speichere mal ganz kurz. Einfach, wo ich es kann. Ja, stirb halt. Oh nein. Ist runtergefallen. Lass mich doch mal alle in Ruhe hier. Wie viele von diesen roten Vögeln sind dann hier? Wollen die mich vögeln oder was? Blucky. Okay. Ja, hätte ich doch denken können. Nein! Das sind diese Totenköpfe, die mich verfolgen. Trauma des Lebens. Guckt euch den an. Okay, das war die Seite hier. Noch mehr. Oh, auf Magier. Und auf magische Art und Weise sehe ich hier gar nicht. Ich gehe lieber wieder raus, ist mir gerade ein bisschen zu dunkel. Oh, wo bin ich hier? Dann muss ich lang. Okay. Alter. So, hier geht's noch nicht lang, oder? Okay, hier geht's erstmal nur raus. So, gehen wir mal zur anderen Seite. Da war ja auch noch so ein Ding, schätze ich mal. Genau, das war der Schalter. Und auf der anderen Seite müsste es genau das gleiche Ding geben. Ist auch genau, da ist der Schalter. Nee, da ist der Schalter. So, dann geht das hier jetzt runter. Und dann nochmal genau das gleiche in Grün. Wow, die warten hier einfach schon alle. Alter. Was für ein hinfältiger Hinterhalt. Nein, ich bin runtergefallen. Ich tue das nicht. Ist hier auch ein Weg, den man viel lang laufen? Ach, hier gibt es eine Treppe, na schau mal an. Ach wow, hier geht's einfach nur. Ah. Alter, wir brauchen hier gerade ganz schön viel Munition. Wenn ich das mal so festhalten darf. Da ist ein Teleporter drin. Hilfe! Ich mag doch keine dunklen Räume. Einfach alles dunkel drin. Ich glaube, da brauchen wir mal so eine Fackel.
Ich weiß nur nicht, ob sich das lohnt. Ah, okay, ich muss einfach alles helfen. Secret is revival. Was ist jetzt schon wieder? Alter, so viele. Boah, was war da gerade los? Kommst du überhaupt nicht mehr hinterher? Ah. So, Schwuppsdiwupp. Wobei, da muss ich wahrscheinlich gar nicht mal springen. Der Speed, den man so schon aufbaut, reicht da vollkommen aus. Doch nicht. Was war das? Ich will jetzt sofort wissen, was das war. Dann rufe ich meine Mami an. Ach so, einfach. Okay, das war ja mal interessant. Wir haben aber immer noch keinen blauen Key. Das heißt, egal was wir bisher gemacht haben, es hat noch nicht ausgereicht. Ich sollte doch mal etwas stärkere Waffen einsetzen für Nahkampf. So, ich war aber jetzt drin bei der Seite. Ah. Holy moly, wo ist denn dieser blaue Key? Oh nein, mein Nachtsichtgericht lässt nach. Oh, wir sind verloren. Hier waren wir bereits drin bei der Seite. So, Moment mal, hier gab es noch eine Tür, wo war nicht drin. Hallo, wo bleibt denn da hängen? Achso. Genau, in den Räumen waren wir drin. Hier bin ich rüber gesprungen. Kann es sein, dass es hier noch einen blauen Key gibt oder so? Also hier ist alles möglich, aber kein blauen Key. Gut, ich gehe mal zur anderen Seite der Map. Hier geht es ja offensichtlich auch noch weiter. Da haben wir noch den blauen Key. So, jetzt hängen sie hier rein. Ach, wir waren auf der Seite, aber wurden wegteleportiert. Ah, okay. Ja, das macht Sinn. Deswegen habe ich meine Orientierung verloren. Wir waren quasi schon auf der Seite, weil hier sind wir nämlich in den Teleporter gegangen und wir dann aber mit dem Teleporter auf die andere Seite der Map teleportiert. Das heißt, ich war doch schon richtig. Gut, dann müssen wir nämlich hier jetzt in die blaue Tür rein. Okay. Rein.
sterbe. Ah. Alter, ganz schön gewalttätig, diese Leute. Ich sehe gerade echt wenig, weil gerade die Sonne wieder schön auf meinem Bildschirm scheint. Also eigentlich nicht, aber... Okay, ist weg. Ah, von hier kann ich jetzt in sämtliche Dinge reinspringen. Oh, lol. Ja, das kürzt sich jetzt effektiv ab. Wir sind hier schließlich in einem Let's Play. Und nicht privat unterwegs. Privat müssen wir wirklich hier überall mal wieder raufspringen. Das heißt, jetzt von hier da rein und dann von hier aus kann man denn mit Strafe Running schon nach da springen, wenn man es kann. Also wenn man nicht irgendwo aneckt. Ja, aber wie gesagt, das wird jetzt alles lange dauern. Deswegen machen wir jetzt hier die verkürzte Variante, die Demo-Version quasi. So, siehst du, war doch ganz fix. Hat doch keinen geschadet. So, was ist jetzt so? Das müsste bereits das Ende sein, oder? Oh, da kommen wir gar nicht lang. Das heißt, irgendwas müssen wir noch aktivieren. Ich nehme mal die Waffe hier. Ist irgendwo noch ein Schalter? Weil die Frage ist, wo ist der Schalter? Der kann jetzt so wirklich überall sein. Zum Beispiel. Auf der anderen Seite auch noch einer oder war es das jetzt schon? Nee, ist keiner. Dann war es das also schon. So, können wir gleich wieder auffrischen. Wo war die große Packung? Das Familienpack quasi, da hinten. Entschuldigung, wollte ich gerade gar nicht drücken. Momentchen mal, wie kommt man da hinten hin? Also wie man hier hinkommt, wie gesagt, das ist ganz einfach mit. Aber wie kommt man hier hin? Egal. Ich genehme es mir jetzt einfach mal. So, das soll es jetzt eigentlich schon gewesen sein, richtig? Ja. Eine der längeren Maps geschafft. Sehr schön, hoffentlich werden die Maps nicht noch länger. Das sieht mir aus wie ein Dreizack hier gerade. Soll das wahrscheinlich auch darstellen. Na gut, dann würde ich mal sorgen. Bis zur nächsten Map, ne? Schau mit V.